Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar GinaTrader Helpdesk mit Carsten Berger. Mein Name ist Herr Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind und natürlich, dass Sie ein paar Fragen mitgebracht haben. Wir schauen uns in der Zwischenzeit mal den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, unabhängig vom Inhalt heute Abend, denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja. So, Sie haben die Möglichkeit, rechts die Chat-Funktion zu nutzen, falls Sie noch nicht mit dabei waren und entsprechend Ihre Frage reinstellen. Das Webinar ist ja für Sie gedacht. Und ja, Carsten wird dann natürlich versuchen, die Fragen entsprechend zu beantworten. Dann trage ich auch sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Spaß und viel Erfolg. Danke, Nelson. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ja, super. Danke. Okay, dann nehme ich mal den Bildschirm. Dazu muss ich schauen, welcher das ist. Das wird der sein. So. Okay, dann begrüße ich euch recht herzlich zum GinaTrader Helpdesk. Und damit ihr euch kurz ein Bild macht, mit wem ihr sprecht, ich sehe schon in der Teilnehmerliste, dass einige aus meiner Gruppe, aus der Perlentauchergruppe mit dabei sind. Ich begrüße euch ganz herzlich, Dankeschön. Und ich bin Carsten Berger, 52 Jahre alt, Diplom-Verwaltungswirt, habe ich mal studiert und lebe in Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin, bin aber gebürtiger Berliner. Den Abriss hier zu meiner Karriere oder meinem Werdegang, den könnt ihr hier sehen. Ich möchte es jetzt nicht wiederholen. Das mache ich immer in jedem zweiten Webinar ab jetzt, damit sich das nicht immer wiederholt. Für die Neuen ist es halt, sage ich mal, gut, wenn man mal ganz kurz weiß, was ich gemacht habe. Und damit fangen wir jetzt schon an. Es ist heute wirklich auch ein GinaTrader Helpdesk Webinar, was auch das erste ist, was unter einem neuen Stern steht. Und zwar war es ja vorher so, dass FX Flat ihre eigene CFD-Plattform an den GinaTrader angekoppelt hat. Mit den eigenen CFDs. Das macht sie auch weiterhin, das macht FX Flat auch weiter, aber zusätzlich haben Sie jetzt das Angebot, dass man mit der TWS sich verbinden kann, und zwar mit Interactive Brokers. Und das ist halt ein großer Vorteil, weil man den GinaTrader jetzt auch quasi mit dem Angebot von Aktien, US-Aktien zu super günstigen Gebühren und auch deutsche Aktien oder was immer Sie handeln wollen, in den GinaTrader quasi nutzen kann und FX Flat quasi damit koppeln kann. Somit zeige ich heute auch nicht die Mercury-Version in der wirklich abgespeckten Version, die man ja auch kostenlos bei FX Flat erhalten kann, sondern ich zeige heute meine Handelsplattform. Das ist die Andromeda-Version, also das Flaggschiff von GinaTrader und was man damit halt machen kann. Nicht in der Tiefe, darum geht es auch nicht in meiner Strategie. Ihr seht zwar meinen Handelsplatz, aber meine Strategie und daraus, was sich daraus ergibt und wie der Handelsplatz aussieht, erklärt, das mache ich halt in meinem Perlentaucher-Webinar, welches immer abwechselnd mit CapTrader und mit FX Flat einmal im Monat stattfindet. Da könnt ihr euch auch bald ansehen. Von daher ist es eine Neuerung. Okay, vorab schon mal für alle die, die mit dem GinaTrader mal arbeiten wollen oder sagen, okay, ich möchte gerne eine Coachingstunde haben. Also könnt ihr gleich mit mir als mit einem Profi an eurer Seite starten, und zwar, wenn ihr den GinaTrader zum Beispiel erwerbt über meinen Link, den ich euch zeigen werde, dann bekommt ihr eine 1:1 Betreuung. Das heißt, ich schalte mich auf euren Rechner, ich installiere euch den GinaTrader, mache sofort einen Funktionscheck, ob alles funktioniert, und somit seid ihr sicher, dass das schon mal funktioniert. Danach bleibt der direkte persönliche Service innerhalb einer Skype-Verbindung mit uns zu mir erhalten, sodass ihr immer mal eine Frage reinhauen könnt und auch dort relativ schnell eine Antwort bekommt. Und wenn ihr das ihr spart 75 Euro letztendlich, denn wenn ihr das installieren lasst bei GinaTrader direkt, müsstet ihr 75 Euro für diesen Service bezahlen. Das ist halt bei mir inklusive, wenn ihr die Software über meinen Link quasi
bucht. Dafür bekomme ich natürlich eine Affiliate-Zahlung. Aber zusätzlich biete ich euch noch eine Coaching-Stunde gratis im Wert von 129 Euro an. Das sind also rund 204 Euro, die ihr spart, nur wenn ihr diesen Link von mir benutzt dann. Und ihr startet halt wirklich mit mir an der Seite. Das heißt, der Agena Trader ist keine einfache Software, wesentlich fokussierter, als wenn ihr da alleine das erstmal rangeht. Wie bekommt ihr diese Leistung? Über meine Homepage tradercoach.de. Dann geht ihr auf Leistungen und unten auf Services. Und dann öffnet sich dann auf dieser Seite folgende Sache. Einmal könnt ihr hier ein Konto eröffnen bei FX Flat über mich, dann bekommt ihr die gleichen Leistungen. Wenn ihr den Agena Trader nicht habt, bekommt ihr dann halt eine Tradingstunde, also eine Coachingstunde über das Trading oder was immer ihr möchtet. Und wenn ihr einen Agena Trader kauft, dann oder mietet, dann bekommt ihr diese Leistung, die ich halt vorher genannt habe. Dazu müsst ihr einfach auf dieses Icon dann klicken, entweder bei FX Flat oder Agena Trader. Und am besten dann noch vorher Kontakt zu mir aufnehmen, dass ihr auch wirklich die Leistungen bekommt. Ne? Was erwartet euch heute im Agena Trader Helpdesk? Der Nelson hat es ja schon ein bisschen angekündigt. Und natürlich eure Fragen zur Software. Und diesmal nicht nur Mercury-Version, sondern bitte auch, wenn ihr wollt, zur Andromeda-Version. Weil der hat halt das volle Funktionsspektrum. Und das werden wir uns auch gleich ansehen, wo dann so die Unterschiede sind zur Mercury-Version. Was ist es letztendlich? Wir wollen eure Fragen beantworten, logischerweise. Aber ich habe natürlich auch ein kleines Thema vorbereitet. Alarme sinnvoll einsetzen. Ja, wenn jetzt nicht so viele Fragen sind und manche Leute sind ja doch eher scheu oder kennen die Software gar nicht. Was soll ich fragen, wenn ich die Software gar nicht kenne und das vielleicht heute das erste Mal mir anschaue? Dann ist es vielleicht schwierig, was zu fragen. Nutzt es auf jeden Fall. Also ich meine, nur wer fragt, gewinnt. Und solltet Fragen über das Thema hinaus, sage ich mal, von euch sein, dann könnt ihr gerne auf meine Homepage tradercoach.de schauen oder mir eine E-Mail direkt schreiben an cb@tradercoach.de. Okay, dann fangen wir schon an. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich mal zeigen, wo die Unterschiede sind zwischen der Mercury-Version, die man ja kostenlos benutzen kann. Das ist quasi diese Version hier, Mercury, und der Andromeda-Version, die ich halt benutze. Und das ist zum Beispiel schon mal der Fall, dass man Andromeda als mehrfache Multi-Brokerage-Software benutzen kann. Also ich könnte zum Beispiel FX Flat die CFDs handeln. Ich kann aber auch sagen, hey, ich benutze auch über FX Flat die Anbindung an Interactive Brokers und handle dort Aktien oder Futures. Das ist schon mal ein Vorteil, ja, wenn ich beim selben Broker bin. Wenn ich aber jetzt übergreifend noch einen Broker anschließen möchte, was ich ja nicht unbedingt muss, weil FX Flat ein super guter Anbieter ist, aber wenn ich das trotzdem möchte, dann kann ich auch einen anderen Broker, der unterstützt wird von Agena Trader, dort mit anbinden. Ja, das kann ich halt nicht, wenn ich halt eine Mercury-Version habe, dann geht das nur mit einem Broker. Was auch, sage ich mal, eine wichtige Funktion ist, die jetzt nicht dabei ist, Aktien End-of-Day-Screener, ja, okay, das kann man haben, muss man nicht unbedingt, was schwerwiegender ist oder was wirklich fehlt, ist hier unten, zum Beispiel bei den Alarmen, die wir haben, es fehlt der Zeitalarm und der Indikatoralarm, der ist halt nicht enthalten, sondern erst ab der Neptun-Version. Viel wichtiger, und ich glaube, das interessiert die meisten, ist halt die Strategieerstellung. Also wie kann ich mir eigene Signale zusammenklicken? Das ist hier Condition Escort. Signalbilder steht extra dabei, weil Condition Escort ja kein Mensch versteht. Hinter Escort versteht man ja normalerweise etwas anderes. Das ist hier nicht der Fall. Signal werden erstellt im Condition Escort und das habe ich erst ab der Andromeda-Version. Ja. Ich kann mir zwar Indikator-Sachen erstellen, anzeigen lassen in einem Scanner, in der Mercury-Version, aber eigene Signale, die richtig groß verknüpft sind, ohne programmieren zu müssen. Das ist wirklich eine ganz große Hilfe, denn nicht jeder möchte C-Sharp, sage ich mal, lernen. Ich selbst kann das auch nicht, aber ich kann diese Signale sehr gut erstellen und habe da schon einige Jahre Erfahrung drin und würde euch natürlich auch gerne darin unterstützen, eure Signale umzusetzen. Das können wir natürlich tun. Genauso habt ihr nicht den Setup-Escort, das heißt, wie werden Trades verwaltet?
Ja, also ein Stop, der automatisch nachgezogen wird. Eine automatische Positionsgrößenberechnung, AT++-Manager. Wie viel Stück Aktien kann ich kaufen, wenn der Stop da und dahin gezogen wird? Ja, ich will immer 100 Euro Risiko haben. Ja, da muss man sich nicht drum kümmern. Wenn man die Andromeda-Version hat, hat man die Mercury, dann muss man das selbst ausrechnen, am besten mit einer Excel-Tabelle. Ist auch kein Hindernis, habe ich früher auch gemacht, bin ich aber mittlerweile zu faul zu. Was haben wir sonst noch? Chart Gallery haben wir nicht. Das ist auch ein, sage ich mal, ein Add-in, was man dazu kaufen kann. Ob man das unbedingt braucht, ist immer eine Frage. Ich sage immer, weniger ist mehr. Chart Trading. Aus dem Chart heraus traden und dann diese Funktion des AT++ zu benutzen und die dynamische Funktion, das fehlt auch. Ja. Was haben wir hier noch im Scanner? Ja, Analyzer Escort Spalte. Also da kann ich halt in dem Sinne mehrere Zeitebenen in einem Scanner hinzufügen. Also ich könnte mir ein Signal auf Stunde, Tag und Minute gleichzeitig scannen in der AE-Spalte und, jetzt kommt es noch, also wenn ich mehrere AE-Spalten daneben habe, könnte ich in der Spalte sagen, na, zeig mir doch mal in der Minute mein Signal A an, aber gleichzeitig mein Signal B und mein Signal C und muss halt nicht immer extra eine Spalte aufmachen. Sorgt für Übersichtlichkeit, kostet Performance. Die Vor- und Nachteile muss man sich denn dort erarbeiten. Und dann gibt es halt Add-ons hier diverse. Das war mal ein ganz kurzer Überblick. Darüber viel Theorie. Jetzt gehen wir schon zum Handelsplatz. Und vielleicht gibt es ja auch schon eine Frage. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist mein Agina-Trader hingeflogen? Die andere Seite. So, da ist er. So wie der aussieht, kriegt man ihn nicht umsonst. Das ist auch die Andromeda-Version und wie ihr seht, ist es mein eigener Handelsplatz, wo ich auch eine Gruppe habe und das auch betreue letztendlich, Perlentaucherstrategie 1.2. Wer das will, kann sich ja die Webinaraufzeichnung anschauen dazu und einen Überblick gewinnen. Zeige ich kurz meine Homepage, Leistung, dann geht ihr auf Webinar und Videos. Einmal, hier kriegt ihr die Videos zum Agina Trader, die gut aufgebaut sind. Hier kann man sich zum Beispiel eine eigene Strategie erstellen, im Condition Escort und so weiter. Super erklärt. Ganz, ganz viele Klicks drauf gehabt. Dann verschiedene Tutorials zu dem, mit den wichtigsten Themen. Aber man kann natürlich auch, und das ist auch interessant, wer das möchte, mal schauen, wie es mit der Perlentaucherstrategie abläuft. Ich habe hier das Webinar vom 19. August, was ich mit FX Flat hatte, Perlentauchen im DAX und Dow. Mal schauen, dort eine Stunde sich zu informieren. Okay, jetzt schaue ich schon mal auf die Fragen. Moment, wenn wir was haben. Fragen muss ich extrahieren. Fenster vom Berlin abdocken habe ich. So, aha, da habe ich schon eine Frage. Was ist die einfachste Möglichkeit, um die Wochen- und Monatsperformance eines Instruments in einer Spalte einer Instrumentenliste anzeigen zu lassen? Das ist eine gute Frage, die muss man sich mal auch visualisieren. Und zwar habe ich das schon, weil es ist in meinem Tool mit drin, diese Monatsperformance hier hinten. Wochenperformance der Aktie, also jetzt nehmen wir mal hier Apple, dann sieht man halt hier, die hat in der Monatsperformance 35% gemacht, in der Woche 9,2 und ist in der Daily Performance gerade mit 1,2% vorne. Wie man das anlegen kann. Dazu muss ich sagen, die Monatsperformance ist nicht kalendarisch abbildbar, sondern es sind die letzten 20 Handelstage an der Börse. Also wenn Aktien werden von montags bis freitags gehandelt und von daher sind es die letzten 20 Handelstage, sprich 4 Wochen, bildet ungefähr den Monat ab. Das variiert natürlich immer, sind halt nur 20 Handelstage retrograd. Bei der Wochenperformance ist das genauso, nur dass es da 5 Handelstage sind und nicht von montags bis freitags, sondern es kann auch sein, dass es dann von Dienstag bis Dienstag geht. Und beim Daily Performance ist es halt der letzte Schlusskurs vom Vortag und die in Bezug auf die den aktuellen Stand. Und das variiert ja. Wir haben ja gerade den laufenden Markt und Apple schwankt ja gerade hier etwas. Und das kann man hier jetzt auch live sehen.
Konstantins Frage, hallo Konstantin übrigens, der auch das Angebot genutzt hat, sich von mir coachen zu lassen, nutzt jetzt auch hier ganz entspannt die Möglichkeit, sich das anzeigen zu lassen. Wie man das macht, das ist eigentlich relativ einfach. Also man muss eine Spalte hinzufügen in den Scanner, den man hat. Also man kann das hier mit Rechtsklick machen, geht dann auf Spalten bearbeiten und dann, hier sind einige Sachen drin, die ich natürlich hier im Scanner habe, geht man hier auf Indikatoren. Und das, was hier interessant ist, ist die Daily Performance. Also ihr gebt einfach hier oben links in der Spalte Daily, alles, was damit zu tun hat. Ich kenne das natürlich, wenn ihr das nicht wisst, werdet ihr es so nicht finden. Deswegen wahrscheinlich auch Konstantins Frage. Daily Performance, Doppelklick drauf, dann gerät, sag ich mal, wird ja hier eingetragen, der Indikator. Und immer das, was hier markiert ist, dürft ihr hier rechts bearbeiten. Lasst euch nicht erschrecken von der Vielzahl der Eingabemöglichkeiten. Am Anfang dachte ich auch, oh mein Gott, wenn ich hier was falsch klicke, geht's kaputt. Nein, braucht ihr nicht. Was ihr im Endeffekt wissen müsst, ist, immer wenn ihr einen Indikator von links hier zur Bearbeiten rüberschiebt, steht eine Minute da. Ja, das würde bedeuten, klicken wir jetzt auf OK, dann würde das in einer Minute angezeigt werden. Das wollen wir ja nicht. Aber ihr müsst immer den aktuellen Zeit, die Zeiteinheit einstellen und das macht ihr hier. Das steht ja schon da, Zeiteinheit. Klickt ihr da drauf, dann sagen wir mal Tag. Ja, wenn man Monatsperformance will, Konstantin, hätte man eigentlich sagen müssen, ja, ich nehme Monat. Der Indikator funktioniert aber anders und wir tricksen hier ein bisschen. Das ist halt im Endeffekt One Day. Und wir nehmen die letzten, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist es, wo ist es? Genau, die letzten 20 Handelstage für den Monat. Ja. Wir haben hier Previous Close, das heißt, er geht auf den vorherigen Close-Kurs. Und wenn ich jetzt an mir anzeigen lasse, wenn ich hier auf diesen kleinen Haken klicke, dann kann ich mir anzeigen lassen, hey, nimm mal bitte 20 Tage und gehe auf Bestätigen. Dann habe ich, das lädt er nochmal neu, warum ist das so klein? Spalten bearbeiten. Ich schau mal kurz hier rein. One day, die 4 days ago. Genau. So, Spalten bearbeiten. Daily Performance One Day haben wir umgestellt. Und wir müssen nicht da oben 20 Tage eingeben. Entschuldigung dafür. Hier bleiben wir bei One Day. Hier unten 20 Tage zurück. Dann haben wir den Monat. Also die Zeiteinheit ist dann ein Tag. Die Periode und wir gehen 20 Tage zurück. Und wer hier nicht Augenkrebs bekommen möchte, der sollte einfach auch hier oben dann die unter Fonds die Schrift nicht auf 8 lassen, sondern auf 10 und auf OK klicken und bestätigen. Dann haben wir hier die gleiche Performance wie bei der Monatsperformance. Ich hoffe, das war ist jetzt dadurch deutlich geworden, wie man halt das abbilden kann. Ne, und wenn du das in die Woche nimmst, strickst du halt statt der 20. Ne, Spalten bearbeiten. Trägst halt bei der 20 5 ein und du hast dann quasi die letzten 5 Tage retrograd die Performance berechnet. Relativ einfach. Aber wenn man es nicht weiß, okay, man muss halt tricksen, es gibt halt nicht dieses Kalendarische, da müsste man sich wieder etwas programmieren. Oder vielleicht weiß es auch einer mehr als ich, der kann mich gerne anschreiben und sagt, hey, es gibt einen neuen Indikator, ich schaue mir die nicht immer alle an. Ja, es gibt ja eine ganze Menge Indikatoren hier, da weiß ich auch nicht, was, wie jeder funktioniert, da muss man halt nachlesen. Da gibt es ja auch im Margina Trader die entsprechende Möglichkeit, was das eigentlich ist. Ja, da kann man nachlesen und zwar, indem man hier oben auf Support geht und dann gibt es hier die Online-Hilfe-Indikatoren. Da öffnet sich dann der Browser und da könnt ihr dann nachlesen, was dieser Indikator kann und was er auch nicht kann. Okay, heute hoffe, die Frage ist soweit erläutert, Konstantin. Ansonsten würde ich halt sagen, das Thema Preisalarme
Ja, ist ja noch eine Frage von Michael. Hallo Michael, gibt es schon eine Anleitung zur Anbindung an den MT5? Es gibt bestimmt eine, ich habe mich damit aber noch nicht befasst, weil das ja alles noch in der Beta-Phase ist und es kostet immer sehr viel Zeit, sag ich mal, in der Beta-Version, sag ich mal, zu arbeiten. Und die Zeit investiere ich im Moment eher in meine Gruppe als in das Testen der Beta-Version. Also ich warte dann, bis es draußen ist, teste sie dann. Ja, viel Zeit auf jeden Fall, Michael. Und teste sie dann, bevor ich die an meine Gruppe und das Addon rausgebe, damit die halt nicht das Problem haben, dass da irgendwas falsch funktioniert. Also ich teste das alles vorher und gebe meinen Leuten ein grünes Licht, ihr könnt es aufspielen. Und ansonsten gibt es halt auch von meiner Seite aus Support. Okay, deswegen, ich freue mich schon auf die MT5-Anbindung und bin gespannt, was das uns alles bringt letztendlich. Okay, Preisalarme war ja von mir vorbereitet. Wenn ihr eine andere Frage habt oder so, einfach reinschreiben. Ich schaue immer mal drauf. Preisalarm, ja, wie kriegt man einen Preisalarm und wie setzt man den eigentlich sinnvoll ein? Also bei meiner Strategie zum Beispiel, ganz einfach, ich kriege hier ein Signal, meinetwegen in der Run-Aktie, und dann möchte ich am nächsten Tag wissen, ob die Aktie dann überhaupt in den Bereich kommt, wo ich kaufen kann. Und dann klicke ich hier mit rechts einfach in den Chart und dann habe ich hier unten Preisalarm. So, den nehme ich und setze den da drüber und hätte dann hier die Linie, sieht man ja, am Hoch meinetwegen oder wo immer man einsteigt, habe ich dann hier einen Preisalarm gesetzt. Und jetzt schiebt das den Chart mal nach rechts, weil wäre ja jetzt nicht aktuell, aber so jetzt auf ein Signal bezogen. Also für mich sinnvoll, wird das hoch getriggert, möchte ich dann da rein oder macht der Markt sogar einen Gap am ersten Tag, also bei Markteröffnung auf und eröffnet dann hier oben, wo ich sage, ups, da wollte ich eigentlich hin und schon drin sein und nicht da kaufen. Dann kriege ich ein Zeichen, einen Alarm und ein Hinweis, dass das jetzt erfolgt ist, dann kann ich mir die Aktie anschauen und sagen, das ist mir vielleicht zu teuer, mache ich nicht, ich lösche die Order, weil ich gerne vielleicht hier bei der Öffnung bin und dann da durchlaufen will und hier eventuell schon ein Break-Even nachziehe oder was immer oder einen Teilverkauf mache. Was kann ich denn da einstellen noch? Also ich könnte jetzt hier einfach raufklicken und halt mir irgendeine Melodie aussuchen. Es sind natürlich wesentlich mehr, wenn die halt freigegeben sind. Ich brauche da nicht so viel, stellt sich einmal ein und wechselt da nicht den Klingelton so häufig wie, sage ich mal, beim Handy oder so. Dann gibt es hier so ein kleines Feld daneben und da sind die Einstellmöglichkeiten schon viel größer. Wenn man darauf klickt, dann sehe ich, ups, in welchem Instrument bin ich unterwegs, ist Run die Aktie, zu welchem Preis ist der da drin, bei 40,22. Und ich möchte vielleicht den Preisalarm eigentlich auf 40,50 legen. Dann mache ich das hier und könnte damit okay das so einstellen, dass der Preis genau da hinkommt und ich nicht mit der Maus dann hinfummeln muss, dass das Ding da hinkommt. Welcher Kurs wird dafür genommen? Ihr wisst alle, es gibt den letzten gehandelten Kurs, den wir immer im Margina Trader sehen. Es gibt dann aber auch Bid und da steht übrigens Biss drin. Das ist nur wirklich ein Schreibfehler im Margina Trader, da müsste Bid stehen und Ask, also Kauf- und Verkaufskurse. Und danach kann ich natürlich auch mir einen Preisalarm einstellen lassen, weil der Spread, der aufgeht zwischen, also der Abstand zwischen Bid- und Ask-Kurs, der ist natürlich auch interessant und muss beachtet werden, auch um die entsprechende Performance zu erzielen, die man haben möchte. Aber auch da kann ich halt einstellen, ja, okay, wenn der Ask-Kurs drüber geht, der Kaufkurs, dann will ich einen Preisalarm. Bei mir ist es immer der letzte gehandelte Kurs. Bid und Ask interessiert mich da halt nicht, aber wer es anders haben möchte, kann das halt tun. Ich kann mir einen Grund damit reinschreiben. Ja, weiß ich nicht, Einstieg oder sonst wie. Kann mir einen Soundalarm setzen, kann mir auch hier den Haken setzen und eine E-Mail reinschicken, dann kriege ich wirklich eine E-Mail zugesandt. Nicht so verkehrt. Kriege ein Pop-up-Menü. Ich habe hier eingestellt, ist global. Das heißt, für mich ist es so, dass ich halt den Preisalarm nicht einzeln angezeigt haben möchte, sondern ich möchte den in einer Gesamtheit angezeigt bekommen und zwar untereinander in einer Liste im Feld im Margina Trader, sodass ich dann raufklicke und mir die Aktie angezeigt wird.
Das finde ich halt ganz gut, dass ich gleich in der Aktie bin, wo der Preisalarm stattfand. Und ich habe hier ist Realtime-Modus, heißt, ich kriege die Dinger nur angezeigt, wenn der Markt gerade tickt. Kann man auch rausnehmen, dann kriegt man die auch angezeigt, wenn der Markt halt geschlossen ist, am nächsten Tag eröffnet und dann kriegt man auch Preisalarme angezeigt, wenn man halt zum Beispiel nicht online war oder so. Dann halt wieder einschaltet, der das Update bekommt von den Kursen und dann auf einmal End of Day nachgeliefert bekommt, oh, da ist ja, sage ich mal, letztendlich ein Preisalarm gewesen. Kann man selber einstellen, wie man möchte. Mobile-Nachricht geht natürlich auch, wenn man das aktiviert hat auf sein Handy. Benötige ich aber nicht, weil in der Regel sitze ich halt dann vorm Rechner. Dann klickt man auf OK, dann wandert der Preisalarm hier auf 40,50, wie wir es haben, und alles ist schick. So, wenn man jetzt eine Übersicht braucht, wie viele Preisalarme habe ich eigentlich und wo sind die eigentlich, dann sieht man die ja gar nicht so im Handelsplatz. Wo finde ich das noch? Nutze ich gar nicht so häufig, aber ich glaube, hier unter Tools. Und dann habe ich hier die Alarme. Und wähle ich hier Preisalarm aus, dann öffnet sich bei mir hier oben ein Feld. Und dann habe ich hier alle Preisalarme drin. Manch einer mag das unter dem Chart haben, weil es deckt ja jetzt alles ab. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Webinar-Tab drin. Jetzt habe ich hier Preisalarme. Dann sehe ich halt alle. So, dann kann ich hier durchgehen. Sind eine ganze Menge. Viele sind wahrscheinlich inaktiv mittlerweile oder aktiv. Es steht halt immer letzte Triggerzeit dabei. Dann kann ich die auch löschen. Ab und zu mache ich das mal als Klickarbeit letztendlich, aber für die Verwaltung ja gar nicht so schlecht. Ja, könnte mir einen Grund eintragen oder sonst wie. Wenn ich hier mit rechts auf irgendeinen Preisalarm klicke, dann kann ich auch noch einen hinzufügen. Ich kann den Alarm bearbeiten oder entfernen. Und wer ein Excel-Experte ist, der exportiert sich auch seine Alarme in Excel. Geht auch. Wenn ich jetzt hier auf die... Wenn wir mal die Netflix-Aktie gehe, da war am 18. März ein Preisalarm von mir drin. Dann könnte ich mir jetzt hier so einen kleinen Pfeil anklicken. Und dann lädt sich der Chart dazu rein. Ja. Sieht man. Jetzt hier der Preisalarm war da und ich klicke darauf. Dann lädt sich der Chart rein, sodass ich halt hier auch durchklicken kann und auch überhaupt sehe, was ist das für eine Aktie. Und wo war da der Chart. Ja. Zum Zeitpunkt. Hier kann ich meine Tools mit einstellen, die ich halt brauche. Und von daher eine ganz nette Sache, um einen Überblick zu haben. Wenn ich aber das so haben möchte, wie ich das habe, und zwar ich möchte gar nicht diese Seite haben, wo das halt triggert, sondern ich möchte es irgendwie als Pop-up haben, kann ich das auch wieder löschen und schließen. Moment, wo sind wir jetzt gelandet? So, Webinar. Klicken wir mal nach vorne, dass das Ding wieder nach vorne kommt. Warum ist das hier drin? Soll eigentlich nicht so sein. So. So, jetzt sind wir im aktuellen. Also das war ja mal gesehen. Jetzt haben wir hier den aktuellen Chart, hier den tickenden Chart. Und ich lege den Preisalarm einfach mal hier hin. Und der müsste jetzt gleich getriggert werden. So, schieben wir den mal ran. Dann gehen wir drüber. So, nun kommt. Dann müsste mir gleich ein Preisalarm angezeigt werden. Ich hoffe, die Aktie macht das. Ein bisschen größer machen. Ihr seht hier den Bit- und Ask-Kurs. Ja. Diese grüne Linie ist der Ask-Kurs, die rote ist der Bit-Kurs. Und die müsste jetzt mal darüber. Hoffentlich jetzt. Springen. Damit ich einen Alarm bekomme und dann kriege ich ein Pop-Up-Feld. Und nehme ich meine andere Aktie noch, eine Apple, mache ich das gleiche, vielleicht habe ich da hier einen Preisalarm befolgt. Die ist ja out of order im Moment, nehme ich die auch noch, Preisalarm für Long meinetwegen. So, irgendeinen Preisalarm hoffe ich, werde ich ja jetzt kriegen. In der Zeit kann ich auch noch einen anderen zeigen, bis ich da mal getriggert werde. So, das sind halt Preisalarme, die man halt einsetzen kann. Und der Dieter, hallo Dieter, übrigens auch aus meiner Gruppe, der fragt, zeig doch mal einen Indikatoralarm. Okay, Indikatoralarm. Machen wir mal hier noch bei dem. Indikatoralarm kriege ich hier eingefügt über Rechtsklick
Indikatoralarm. Er war einfach im Chart. Sehen Sie? Ich hoffe, ihr seht es. Wir haben gerade eine Alarm bekommen in der Run-Aktie. Und ich mag dieses Pop-up-Feld. Deswegen stand da Pop-up-Feld. Und bei mir blinkt unten E-Mail-Fehler, weil ich da keine E-Mail eingegeben habe, aber einen Haken gesetzt habe wahrscheinlich. Jetzt will ich ja, bin ich in irgendeiner anderen Aktie unterwegs, in der Apple, und ich will jetzt die Run sehen, weil da ist ja gerade was passiert. Also klicke ich da schnell drauf doppelt und werde sofort in den Chart geladen, wo etwas passiert ist, und zwar hier in der Run-Aktie. Wenn das mehrere Preisalarme sind, die an dem Tag, ja, meine 3, 4, 5 Aktien, die ich da handle, am Tag auf Tagesbasis, dann ist es schon dienlich, sich die relativ schnell anzeigen zu lassen. Ja. Das war jetzt mal zur Demonstration. Jetzt machen wir wieder eine Apple-Aktie. Und zwar nicht den Preisalarm, sondern hier den Indikatoralarm. Indikatoralarm hinzufügen habe ich jetzt geklickt. Ihr seht, hier kommt so ein leeres Feld. Das liegt jetzt hier einfach irgendwo drin. Und jetzt nehmen wir mal die mittlere, das mittlere Bollinger Band einfach. So. Das möchte ich als Indikatoralarm. Jetzt muss ich hier was einstellen. So, und dann klicke ich hier drauf, dann kriege ich wieder nur meinen Sound, den ich einstellen kann. Aber lösen kann ich das, indem ich hier auf dieses kleine Feld klicke. Dann habe ich die Einstellmöglichkeit. So. Und alle Indikatoren, die sich hier im Chart befinden, sind hier oben drin. Also klicke ich mal hier drauf. Jetzt hat auch Apple ein Signal geliefert. Kann ich mir ansehen oder einfach verkleinern. Ich verkleinere es sonst ganz gerne, um später drauf zu sehen. Jetzt klicke ich hier auf das Dropdown-Feld und ich sehe mir, okay, Bollinger Band, und zwar das mittlere wollen wir haben, klicke ich darauf. So, dann drunter habe ich dann noch ein Dropdown-Feld, klicke ich darauf, dann gehe ich auf das mittlere Bollinger Band. So, mittlere Bollinger Band. Da steht der Indikatoralarm, nämlich die gestrichelte Linie bei 452,41. Ich möchte haben 453. So, möchte das nicht hier durch hin und her schieben einstellen, sondern einfach da drin. Grund, meinetwegen, Bollinger Band steigt. Ja. Dann lasse ich mir Sound anzeigen. Ich kann, wie gesagt, eine E-Mail eingeben oder diese Nachrichtenbox. So. Und jetzt klicke ich auf OK. Und dann ist dieser, wenn ich jetzt hier noch den Sound reinmache, Indikatoralarm auf 453 gesprungen und habe dann halt einen Indikatoralarm drin. Ja. Genau das Gleiche könnt ihr, glaube ich, hier unten machen, wenn ihr hier unten den Indikator habt. Gehen wir mal rein. Da das Feld anklicken. Ja, da will er nicht, doch. Da seht ihr, ihr könnt hier entsprechend irgendwelche Indikatoren auswählen. Ja. So. Das ist erstmal die Sache zu dem Indikatoralarm. Ich hoffe, Dieter konnte dir da helfen, dass du die Indikatoren jetzt auch mit Alarmen befeuern kannst. Es hat ja noch etwas für sich. Jetzt kommt gerade eine Frage bei mir über meinen Kanal aus meiner Gruppe. Was ist, wenn ich die nicht sehe? Die Preisalarme, ja, das muss man einstellen. Hier oben das Feld Preismarkierung und Linien. Wenn der Haken hier nicht gesetzt ist, Preisalarmlinien anzeigen, dann seht ihr die natürlich auch nicht. Ja, also da muss der Haken einfach gesetzt sein. Eine weitere Sache, die ganz nett ist, sage ich mal, auch als Funktion, ist der Zeitalarm. Ja, der Zeitalarm, und zwar den findet ihr nicht mit Rechtsklick hier drin irgendwo, wie ihr seht, sondern da müsst ihr wirklich auf Tools, Alarme gehen und Zeitalarm. Also wenn sich jeder morgens, weil er noch nach dem Kaffee einschläft, um 9.02 Uhr nach der Eröffnung des deutschen Marktes, sage ich mal, noch wecken lassen muss, dann kann er das hier auch tun. Dann öffnet sich hier so ein Feld. Wenn ich das hier oben nicht sehen möchte, dann kann ich das natürlich auch so nach unten ziehen. So. Dann habe ich das unter dem Bildschirm. Wer das mag, ich mag es nicht, weil da muss ich ja immer so viel scrollen. Ich mag lieber die ganze Seite sehen und kann mich dann dahingehend letztendlich informieren. So,
Dann klicke ich hier mit rechts rein und mache Alarm hinzufügen. Das war wahrscheinlich der andere Preisalarm, der jetzt getriggert wurde. So, und dann kann ich sagen, wann ich mir denn hier diesen Preisalarm einsetzen möchte. Also ich könnte zum Beispiel eine Session nehmen, wenn irgendwelche Arbeitsmarktzahlen kommen. Kann ich dieses Datum nehmen, würde dann hier eingehen, Arbeitsmarktzahlen oder Zahlen zum Öl oder so. Wie oft wird der wiederholt? Ich sage dreimal. Und wenn ich das in Days oder Week mache, dann könnte ich halt so einen wiederholenden anlegen. Wenn ich auf Minute mache, dann erlöst der Alarm an dem Zeitpunkt aus und ich kriege dann jede Minute eine Erinnerung. Wenn ich aber weiß, dass am bestimmten Zeitpunkt der Alarm immer jede Woche stattfindet, dann kann ich natürlich auch vorgreifen und sagen, ja, jetzt alle Woche. Und dafür muss aber das Event immer am gleichen Zeitpunkt sein. Ja, wenn man das weiß, kann man das so einstellen. So, dann kriege ich natürlich eine Messagebox, kann auch wieder eine E-Mail machen oder mir einen Sound aussuchen, ein paar Meter. Das ist auch nett. Kann auch natürlich einen Chart anzeigen lassen, einen Zeitalarm in einem Instrument. Und wann macht das besonders viel Sinn? Die Frage wurde mir auch aus meiner Gruppe gestellt. Der Paul hat das mal gemacht. Jetzt kriegst du die Antwort, Paul. Und zwar Finanzkalender, auch eine nutzbare in der Andromeda-Version. Und ich klicke mal hier auf Gewinn. Da ist jetzt nicht mein Gewinn gemeint, sondern im Endeffekt die Earnings-Zahlen. Also wann gibt das Unternehmen Zahlen raus? Heute oder zum Beispiel morgen? Klicke ich auf Laden, dann kriege ich halt alle Unternehmen angezeigt für Deutschland und Amerika. Na, die anderen habe ich deaktiviert, aus Bahrain oder so handle ich keine Aktien. Dann kann ich mir das hier sortieren nach dem Land, Deutschland. So, ist hier irgendeine Aktie bei, die ich jetzt irgendwie kenne und nicht irgendwie ein Wert, der, sage ich mal, nur in Deutschland seinen weiteren Handelsplatz hat, ist hier irgendeine Bekannte. Ja, sagen wir hier Bijou Brigitte, der Schmuckladen. Dann ich sage, okay, hier möchte ich mir einen Zeitalarm anstellen. Klicke ich damit rechts rein, weil da die Earnings sind. Gut, bis morgen werde ich es nicht vergessen, aber es kann ja auch nächste Woche sein oder für 2 Wochen oder überhaupt, dass ich weiß, Bijou Brigitte hat in 5 Wochen einen Zeitalarm. Dann könnte ich mir das auch, diesen Zeitalarm, dieses Feld extra aufrufen lassen und würde dann hier das Datum eingeben. Ich sage mal jetzt 27. Das ist ja morgen und sage hier Anzeigen und Instrumente wäre in dem Fall hier dieses Symbol BIJG und wer GinaTrader kennt, der weiß, ich möchte ja die deutsche Version sehen. Dann kann ich hier DE eingeben und die Farbe des Alarms. Ich mal pink nehmen. So, jetzt machen wir OK. Und OK. Jetzt ist das da drin. Seht ihr unten? Ja, bei Zeitalarm. Und warum ist jetzt hier dieses Ding nicht? Das kann ich leider nicht sehen. Schade, hier fehlt das Feld. Imagina Trader. Also muss ich die Aktie jetzt mal aufrufen. Gehe auf Hinzufügen. BIJG und hoffen wir mal, dass dasselbe Symbol ist. .de. Aha. Ist nicht dasselbe Symbol. Dann schreibe ich es mal hier rein. Bijou Brigitte, da ist es so. Und kleiner Tipp, es ist immer die, auch BIJ heißt das nur. Okay, da stimmen die Symbole nicht überein. BIJ.de, Bijou Brigitte ist Xetra, DE steht für Xetra, BE für Berlin, Düsseldorf und so weiter. Ich nehme natürlich Xetra, weil ich da den Datenfeed für habe, klicke das hier an. Und jetzt ist natürlich auch der Zeitalarm nicht drin, weil der natürlich auf das Symbol von BIJG gegangen ist. Wenn ich jetzt aber weiß, die haben morgen einen Zeitalarm, wie kriege ich den da rein? So, Tools, Alarme, Zeitalarm. So, ist da unten aufgerufen. Hier habe ich ein anderes Symbol, nämlich BJGG. Das gibt es nicht. Das kann ich löschen. Und jetzt füge ich einfach Alarm hinzu. Und ich weiß ja, dass es am 27.8. ist. Gebe ich hier 27 ein. Grund, sage ich mal, Zahlen. Uhrzeit, wann ich da
erinnert werden möchte, ist ja nicht abends um 18 Uhr, sondern sage ich mal 09. Und kann mir auch eine E-Mail geben lassen, aber ist gar nicht so wichtig. Auch Anzeigen im Chart, Instrumente. Und jetzt nehme ich BI, und zwar steht ja hier das Kürzel, BIJ.de. BIJ.de. Farbe pink. Jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. Okay. Und zack. Oh je, da ist der Zeitalarm drin. Ihr seht, das könnt ihr natürlich auch, sag ich mal, wenn der Termin 4 Wochen weiter weg ist und ihr daran erinnert werden wollt und das im Chart sehen wollt, könnt ihr das natürlich prima nutzen. Ne? So habt ihr halt auch einen Zeitalarm da drin. So, wer die Einstellung hier mit der E-Mail-Adresse nicht immer extra hier reingeben möchte und immer wieder seine endlos lange E-Mail-Adresse da eingeben möchte, der kann diese Einstellung natürlich auch schon im Vorfeld machen und das dann als Standard letztendlich speichern. Viel, viel komfortabler. Das geht über Tools, Einstellungen, Konfigurations-Escort. Klingt mächtig, ist es auch. Schauen wir mal, wo sind Alarme hier auf der linken Seite? Dort. So, klicken wir da drauf, öffnet sich hier rechts die ganze Phalanx der Einstellungsmöglichkeiten. Und hier oben sehen wir Preisalarm. Da klicke ich doch mal E-Mails an. Und da kann man natürlich seine E-Mail-Adresse eingeben. Und auch den Trigger einstellen und ob das hier so eingestellt sein soll. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich nehme mal hier Realtime bei mir raus, brauche ich jetzt nicht. Und genauso auch für die Zeitalarme, ob ihr es auf dem Handy wollt, könnt ihr alles letztendlich freigeben. Das sind die Einstellmöglichkeiten dafür. So, was ihr noch machen könnt mit Alarmen ist, verbinde mit einer Order. Ja, nutze ich ganz selten. Werde ich mal kurz zeigen. Ich mache den Chart mal hier größer, weil der ist ja dreigeteilt. Hier ist Tag, hier ist Woche, da ist Stunde. Und nehmen wir die Apple-Aktie. So, nehmen wir den Indikator-Alarm hier raus und den Preisalarm hier raus. Und wir wollen das jetzt mit einer Order verknüpfen. So, jetzt klicke ich hier rechts rein und lege hier den Preisalarm ein. Sagen wir mal, der Kurs geht hier drüber hinaus. Ja, also die Theorie wäre jetzt, das ist nicht meine Strategie, ist nur ein Beispiel. Der Kurs geht hier rüber. So. Deshalb lege ich meinen Preisalarm dorthin. Ja. Ich will aber hier oben nicht kaufen, weil ich könnte ja auch eine Order hier hinlegen. Ich will nicht kaufen, sondern ich will, wenn der Kurs zurückkommt, weil sie ja nicht weiß, ob er es macht, aber theoretisch kommt der Kurs hier zurück und ich möchte dann hier meine Order reinlegen. Ja, die Order. Oh Gott, wie sieht das aus? Aber besser kann ich nicht schreiben mit der Maus. Wie eine Kleinkinderschrift, aber okay. Der Gedanke sollte klar sein, der Kurs soll rausgehen, der Preisalarm macht mein Signal und ich möchte kaufen, wenn der Kurs zurückkommt. So, dann klicke ich hier mit rechts rein. Ich kann hier auch ein Setup reinlegen. Ich bin gar nicht mit einem Konto verbunden. Moment, geht natürlich nur, wenn man mit einem Konto verbunden ist. Verbindung, verbinden. Ich nehme mal jetzt hier den SIM-Account. So, jetzt bin ich damit verbunden. Jetzt sieht man, die Buttons sind auch eingestellt. So, jetzt kann ich sagen, okay, Kauf. Jetzt muss ich mal überlegen, Kauf, Stop, wenn er zu runterkommt, Kauf, Limit. So, Kauf, Limit, ohne jetzt hier eine Strategie mit rein, aber das kann man natürlich auch mit diesen Strategien machen. Kauf, Limit, 10 Stück meinetwegen. So, und die verknüpfe ich jetzt mit dem Preisalarm. Und zwar mit einer If-Done-Order. If-Done heißt immer, wenn das passiert, dann passiert das andere danach. Also im Endeffekt klicke ich jetzt hier, wenn es funktioniert, auf den Preisalarm. Dann kriegt man hier so einen doppelten Pfeil oben. Seht ihr den? Und dann drücke ich Alt, markiere das und nehme die Order. Und dann ist das grün verbunden.
Das bedeutet, dass wenn der Preisalarm, wenn also der Kurs hier rüber geht, wird diese Order aktiv. So, damit wir jetzt hier nicht weiß nicht, wie viele Stunden warten, probiere ich das mal aus, ob es funktioniert und ziehe den Preisalarm jetzt einfach mal runter. Bin selber gespannt, ob es funktioniert. Tut mir Apple keinen Gefallen. Geh doch mal rüber, bitte. Und komm schon. Kann einer mal 1000 Apple kaufen, bitte? Natürlich nicht. Jetzt, so, es sagt hier vorne. Und jetzt seht ihr, hier war vorher ein grüner Haken an der Stelle. Nämlich da, ich habe die nicht aktiviert, die Order, die ist jetzt aber scharf geworden. Ne? Das heißt, ich kann auch mit dem Preisalarm mir ein Order-Konstrukt letztendlich aktivieren lassen. Ne? Weil ich möchte jetzt nicht teuer kaufen, sondern sagen, ja, dann komm mal zurück in der Korrektur. Ne? Kann aber auch Orders löschen lassen. Also one cancel the other, zum Beispiel eine OCO-Order machen und sagen, okay, nehme jetzt mal die Verknüpfung raus, die ist jetzt schon abgelaufen, die läuft, die ist scharf, die nehme ich jetzt auch raus. Preisalarm, wenn die Linie rot ist, ist aktiviert worden. Blau ist die Linie, wenn er noch nicht aktiviert worden ist. Könnte auch sagen, okay, wenn der Preis da hingeht, dann nimm hier die Limit Order, die hier unten ist, raus. Also dann wird es hier Kauf. Was habe ich jetzt gedrückt? Market. Ne, wollen wir eigentlich nicht. Halt. Das war jetzt zu schnell mit der Maus. Kauf Limit, die meinetwegen zu weit weg ist, die rauszunehmen, den Preisalarm. Dann klicke ich hier wieder den Preisalarm an, drücke, jetzt muss ich mir überlegen, wie war das nochmal, Steuerung, Taste mit dem, da habe ich eine rote Linie. Aber wenn jetzt der Preisalarm hier Bingo macht, dann löscht er diese Order. Also mal gucken, ob es funktioniert. Da liegt halt die Order dann da. Noch ist sie nicht aktiviert. Könnt ihr euch noch eine Frage ausdenken in der Zeit? Wir haben noch 13 Minuten. Nutzt diese Chance, solange ihr Apple nicht mitspielt. Hoffen wir mal, dass was passiert. Also der Gedanke ist, ist der Kurs hier an meinem Preisalarm gekommen, dass er die Order halt löscht. Deswegen ist sie mit einer OCO-Order hier rot unterlegt, verbunden. Ja. Es sackt jetzt hier ab. Jetzt geht es wieder hoch, runter. Naja. Also es sollte funktionieren. Langsam kommen wir in den Bereich, wo es triggert. Wir können uns das ja mal im Minutenchart angucken. Hier muss ich natürlich ein bisschen strecken, den Chart, weil sonst kommen wir damit nicht hin. So, wo sind wir? Da ist mein Preisalarm. So, jetzt kommen wir. Jetzt haben wir ihn wirklich draufgesetzt. Jetzt müsste er kurz mal ganz kurz ansteigen. Da unten liegt die Order und nimm sie doch mal weg. Ihr sollt nicht Apple verkaufen, ihr sollt kaufen, damit der Kurs steigt. Unglaublich. So, holen wir das mal da runter. Na, kommt sie? Die haben noch Mittagspause jetzt drüben. Ja, ich weiß. Aber in der Regel, jetzt haben wir es und ihr seht, super, es hat geklappt, die Order ist gelöscht worden. Ja? Also das war letztendlich das Thema zu den Preisannahmen. Ihr habt gesehen, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt sie halt variabel einsetzen als Benachrichtigung oder sogar Orders damit verknüpfen. Und wie gesagt, mit FXLet könnt ihr sogar jetzt Aktien und so weiter bei IB handeln. Ja? Und wenn ihr die Plattform nutzt, das ist ja nur ein Feature davon, Preisannahmen. Die hat, wie ihr schon seht, vom Aufbau viele Möglichkeiten.
Dann schreibt mir einfach. Wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, wäre ich soweit durch mit meinem Programm. Außer Nelson hat vielleicht noch eine Frage. Nee, du hast alles wunderbar erklärt. Ich habe jetzt ja, Apple nächste gekauft Mal. für dich. Also das warst du. Sehr schön. Ja, das finde ich halt super, dass ihr jetzt so ein breit gefächertes Angebot habt. Da findet ja im Endeffekt eher jeder etwas. Und die Anbindung an AginaTrader funktioniert gut bei euch und ich bin gespannt mit MT5. Da sind wir alle gespannt. Genau, Gibt es da das schon eine läuft auch Neuigkeit? noch. Ja, das war ja auch im AginaTrader Newsletter. Da gab es ja noch schon eine Vorankündigung bezüglich der Beta-Version. Also die letzten Tests laufen jetzt. Aber ist auf jeden Fall was jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen kurzfristig demnächst zur Verfügung steht. Ja, so wie es mit Software halt ist, ne? Das dauert immer eine Weile. Und es geht So natürlich sieht's um aus. Finanzen und da will man natürlich auch eine stabile Plattform haben. Deswegen muss da kräftig gebacktestet werden. Und wir schreiben dann immer die das backtesten, auch mal an AginaTrader Support direkt an die Technikabteilung und dann, um die Fehler möglichst schnell auszumerzen, bevor es dann in den Realbetrieb geht, logischerweise. Ja, selbstverständlich sind viele Sachen, die berücksichtigt werden, Ausführung und. Es geht ja auch am Ende um Geld, also sollte auch alles funktionieren. Genau. Aber schön ist, dass wir zusammenarbeiten und letztendlich die Anbindung von AginaTrader mit euch zusammen, sage ich mal, der Kunde kann halt richtig durchstarten und muss sich nicht alles mühselig erarbeiten, sondern hat die Installation mit bei, wenn er das über meinen Link macht. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes, ja, ein guter Mehrwert für den Kunden. Ich sehe gerade noch eine Frage von der Birgit. Wie ist denn die Hardware-Voraussetzung? Also ich benutze für meinen Add-on und für den Agena-Trader einen Rechner, das ist ein i7, der ist jetzt 3 Jahre alt, also ein Intel i7. Das geht natürlich auch mit einem AMD-Prozessor. Habe 16 GB RAM, funktioniert bei mir, je nachdem, was man für ein Add-on hat oder was man für komplizierte Conditions erstellt. Mein Tool ist schon recht anspruchsvoll. Es gibt aber auch andere Tools oder Add-ons, Markttechnik-Add-on zum Beispiel. Das ist wesentlich anspruchsvoller. Braucht mehr Rechenleistung, würde ich eher auf 32 GB RAM gehen. Ja. Ich werde demnächst auch aufrüsten, damit man auch in der Zukunft, sage ich mal, vorbereitet ist, die da kommt. Man kann es aber auf der AginaTrader-Seite natürlich auch bei Software Version sich anschauen, da steht ja nochmal explizit drin, wie die technischen Anforderungen sind. Aber das ist so meine technische Ausrüstung zurzeit. 32 GB RAM, eine SSD-Festplatte habe ich drin. Zur Sicherung habe ich noch eine Hybrid-Festplatte, eine größere, um die Daten zu sichern. Und damit ist man gut aufgestellt. iMac. Ja, iMac, es gibt keine reine iOS-Version. Das muss natürlich über einen virtuellen Platz, der bei der iOS-Plattform ja auch mit drin ist, glaube ich, mittlerweile. Ich selbst nutze ein Windows-System, weil ich es, sage ich mal, nicht gerne habe, wenn man jetzt noch eine virtuelle Plattform hat. Aber viele meiner Kunden nutzen auch Apple und kommen damit auch so klar. Also das ist jetzt, sollte jetzt kein Problem sein. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ansonsten gerne im Nachgang dich kontaktieren oder selbstverständlich uns auch unter service@fxflat.com und können wir natürlich auch entsprechend die Fragen beantworten. Da haben Sie ja auch nochmal die E-Mail von Carsten. Melden Sie sich auf jeden Fall, informieren Sie sich und ja, ich denke, wir können das Webinar hier an der Stelle abschließen, Carsten. Bedanke mich natürlich bei dir für den Input heute, für das Event. Sehr schön. Du bist, ja, mal wieder hast du gezeigt, dass du ein AginaTrader-Experte bist. Und ich bedanke mich bei den Teilnehmern, ja, einmal fürs Live dabei sein und natürlich auch die Fragestellung. Ist ja auch für Carsten natürlich dann auch spannender und macht auch mehr Spaß. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Position auf, erfolgreiche Woche noch und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und Carsten, wie immer, hast du sehr gerne das Schlusswort.
Ja, super. Danke, Nelson, für die tolle Verabschiedung. Von meiner Seite aus macht mir das immer sehr viel Spaß, mit den Kunden zu interagieren, weil ich das sehr wichtig finde. Agenda Trader ist eine tolle Software und bedarf etwas mehr, sage ich mal, des Lernens und sich des Einarbeitens. Und deswegen ist ein direkter Kontakt immer absolut klasse. Nächste Mal natürlich eure Fragen, egal in welchem Zusammenhang, aber nächstes Mal werde ich als Thema so ein bisschen das Money Management, AT++ Manager Funktion und dort das Money Management, sage ich mal, erklären. Also darauf könnt ihr euch freuen. Und bis dahin, achso, wann ist denn das nächste Mal, Nelson? Kannst du das in den 23. Kalender? September. 23. September. Okay, Korrekt. dann bis zum 23. September. Ich wünsche euch einen schönen Abend und Nelson, bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.